Von der Feldmaus und der Stadtmaus. Sie war einmal eine Feldmaus, die hat Emily geheissen. Und der Stadtmaus, die hat Jacqueline geheissen. Jacqueline und Emily, das sind Cousinen. Und an einem schönen Sommertag hat Emily Jacqueline zu sich aufs Land eingeladen. Das Emily hat in einem schönen, grossen Ährenfeld gewohnt. Und der Jacqueline hat es dort wirklich gut gefallen. Du hast eine wunderbare Wohnung, chère Cousine. So luftig und ruhig und sonnig ist sie. Ja, das wäre etwas für meine Gesundheit. Vielleicht kommen wir mal zu dir in die Ferien. Was gibt es denn bei dir so zu essen? Und das Emily geht zur Antwort. Ja, zu fressen habe ich gang etwa genug. Weisst, Körner, so viel man mag. Und zwar nicht bloß eine Sorte. Ich habe Weizenkörner und Haber und Gerste und alles gang frisch. Aha, Körner. Und was denn sonst noch? Was sollte ich sonst noch mehr haben? Sonst habe ich nichts mehr. Das lenkt doch mit Türi. Die Stadtmaus schlägt die Pfötchen über dem Kopf zusammen und ruft. Du verrostete Mausfalle, ist das ein armseliges Leben? Nicht als Körner vom Morgen bis am Abend. Komm du einmal die nächste Woche mit besuchen. Dann zeige ich dir, wie noble Leute leben. Simmeli hat sich natürlich gefreut über die Einladung und hat sich noch ein paar Tage auf den Weg gemacht, um seine Cousine zu besuchen. Jacqueline hat in einem schönen Haus gewohnt, bei reichen Leuten, und hat Emily freundlich empfangen. Grüß dich, liebes Cousinli. Ich freue mich, dass du kommst. Wir gehen gerade in die Küche. Jetzt musst du einmal schauen, was süß ist. Lauf mir nur nachher. Und wenn eine Frau kommt, dann drückst du dich fest an die Wand und bist ganz still, dass sie dich nicht sieht. Die zweibeinigen Riesinnen haben Heidenangst vor uns. Gerade die letzte Woche haben wir eine gesehen, die ist auf den Stuhl aufgekumpelt und hat so laut geäusert, dass das ganze Haus zusammengelaufen ist. Und eine ist wie tot umgefallen. Das war lustig. Ich mache ihn doch gar nichts. Nicht einmal anknagen würde ich sie. Es tut mir grusen. So, da sind wir in der Küche. Komm auf das Gestell. Den Zuckersack habe ich schon angenagt. Einen guten. Aus dem Zuckersack ist ein kleines, weisses Bächli rausgerisselt und die beiden Müsli haben angefangen zu fressen. Auf einmal ist die Tür aufgegangen und wieder zugeschlitzt worden. Komm, schnell, fort! Hat Jacqueline piepset und ist in ein kleines Loch in der Wand hineingeschlafen. Simmeli ist ihr nah und hat sich auch noch hineingequetscht. Sie hat geschwitzt und zittert vor Angst. Aber die Stadtmaus hat es tröstet. Musst dich nicht fürchten. Sie ist bloß Köchin. Eine rücksichtslose Person. Immer im dümmsten Moment kommt sie und frisst einem alles weg. Siehst, jetzt nimmt sie nicht den Zucker. In dem Augenblick ruft die Köchin. Sterne, Föfi. Jetzt sind die verflixten Müsse schon wieder hinter dem Zucker gewesen. Wenn ich sie einfach will, können sie etwas erleben. Dann ist sie wütend zur Köchin ausgetrampelt. So, jetzt ist sie fort, die Dickschmetter. Komm, jetzt gehen wir zu den Türen zwetschgen. Die sind noch besser als Zucker. Das Mal haben die beiden Müsli müssen auf den Kasten raufklettern. Und dort ist ein Teller mit dürten Zwetschgen gestanden. Simmeli hat noch ein paar Mal mit seinen glänzigen schwarzen Augen nach den Türen geschaut. Sie hat Angst gehabt, die Köchin könnte wieder kommen. Aber wo sie sieht, dass sie das Cousinli so gemütlich knappert, hat sie mit beiden Vorderpfötchen die dickste Pflume genommen, hat seine spitzigen Zähne reingebohrt und gefressen und gefressen. Aber auf einmal ist am offenen Küchenfenster ein dicker Kopf aufgetaucht und ein scheusliches Ungeheuer ist reingeschlichen. Miau! Hat sie gemacht. Zuerst leislich. Und dann laut und fürchtend. Was ist schon das? Fragt Simmeli. Aber Jacqueline war nicht mehr da. Man hat gerade noch gesehen, wie ihr rotes Schwänzli im Mausloch verschwunden ist. Simmeli rennt hinten drin, so schnell es kann. Vor lauter Angst hat es laut piepset. Wo es am Mausloch ankommt, sagt Jacqueline. Gott sei Dank bist du da.
Das ist der Wurliputz oder der Schnurlimutz oder wie er heisst. Der Hauskater. Er ist der beste Mauswänger im ganzen Viertel. Er hat schon meinen Vater, meine Mutter, meine Brüder und meine 8 Schwestern aufgefressen. Der schlechte Kanton. Aber uns verwünscht er nicht so schnell. Das Mausloch hat noch einen hinteren Ausgang. Gerade im Keller. Der kann der Wurlischnutz nicht her. Bald darauf aber sind die beiden Müsli in den Keller gekommen. Das war dann plötzlich. An der Wand lauter niedrige Stell, wo man ganz leicht raufklettern konnte. Und dort hatte es Fetthäfen gehabt. Grosse, runde Käse, Wurst und Äpfel und Birnen. Simmeli hat gar nicht gewusst, wo es zuerst anfangen soll. Auf einmal steigt ihm so ein Tüftchen in die Nase und dass ihm das Wasser im Mund zusammengelaufen ist vor Lust. Gerade vor seinem Näsli ist ein Stück schön gebratenen Speck gegangen, in einem kleinen Häuschen aus Stäb. Die Tür von dem Häuschen ist offen gestanden und das Emmeli hat schon die Vorderpfötchen auf dem Eingang gehabt und gerade wollen rein marschieren, um den Speck rauszuholen. Da ruft Jacqueline. Halt, halt, halt! Komm zurück, geh nicht rein! Das ist eine Falle! Und das Emmeli fragt ganz verstaunet. Eine Falle? Was ist das? So etwas habe ich noch nie gehört. Hey, mon Dieu, jetzt weiss der Totsch nicht einmal, was er fallen ist. Es ist höchste Zeit, dass du in die Stadt kommst, um Bildung lehren. Also, pass auf. Die Zweibeiner, Menschen, sagt man, die in meinem Haus wohnen, mögen es nicht. Aber weil sie zu langsam und zu fähig sind, um uns fahren, stellen sie eben das Zeug auf, das Käfig. Wenn du da reingehst und einen Speck willst, dann fällt etwas ab. Darum heisst es fallen. Dann bist du gefangen und kannst nicht mehr raus. Hey, du mein Trost, fressen sie einem den? Nein, das glaube ich nicht. Aber ein Onkel von mir, der in so eine Falle geraten ist, hat sie nachher der Katze zu fressen gegeben. Und mein Großvater hat sie ersäuft. Also, pass auf die Fallen auf, wenn du am Leben bleiben willst. Du hast die Feldmaus gesagt. Liebe Cousine, wenn es dir nichts ausmacht, dann zeig mir bis so gut, wie ich da so tief als möglich wieder rauskomme. Ich möchte wieder auf das Land zurück, wo ich hergehöre. Lieber will ich bloß Körner fressen und mir Ruhe haben. Was nützen mir Pflumen und Speck und alles Kebs, wenn ich muss Angst haben vor der Köche, den Fallen und den Katzen? Stadtleben ist nichts für meine Nerven. Ich haue ihn ab. Leb wohl, Jacqueline, und alles Gute. He? So ist die Feldmaus wieder aufs Land zurück und hat noch lange glücklich und zufrieden gelebt.